geschafft. Hi Ben. Ja, hallo, freut mich. Ich bin der Frank. Hallo Frank. Hast du ein Ticket für mich? Ja, super. Dann kannst du heute richtig losgehen zum Fußball. Und du bist der Verrückte, oder? Ja, nicht ganz so. So, wenn die Nettheit dabei ist. Servus. Servus. So, hier, also unsere Kabinen. Also wenn du irgendwie mal umgegrätscht worden bist und ich dann halt so, so ein bisschen theatralisch. Sebastian Langkamp hat das mal im Spiel gemacht und haben einen Pokal hingestellt und jetzt wird der Pokal, ist ein Wanderpokal. Ist das geil. Ja. Aber wie kommt man denn auf die Idee, mit dem Kopf voran so ein Ding unterzubringen? Aber da gibt es ja keine Bremse, oder? Du hast keine Bremse und hast keine Lenkung. Das sind leider die Bedingungen. Super, super Bedingungen. Ich finde es super geil, dass wir uns jetzt hier kennenlernen. Dass keine Ahnung, Sportler was für Sportler machen und nicht, dass immer irgendwelche anderen labern hier, ey, wir wollen euch unterstützen. Wir sind alle irgendwo in der Welt unterwegs. Ja. Jeder macht sein Ding. Aber mal wirklich mal die Chance, mal beim anderen reinzuschnuppern und wie das so läuft und alles mal hinter die Kulissen zu gucken. Und ihr beiden seid schon heiß auf Olympia. Und du bist auch dabei, erste Mal, oder? Ja. Bene ist der Erste, der schon qualifiziert ist hier. Echt? Der hat das Ticket schon in der Tasche. Servus, ich bin Jan Ingvar Kaisen-Braker. Mein Name ist Frank Rommel. Ich bin Johannes Witzek. Hallo, ich bin Bene Meyer, Freeskier. Fußballprofi vom FC Augsburg. Mach seit 15 Jahren Skeleton. Nordische Kombinierer. Und ich unterstütze Focus on Sochi. Sportler für Sportler. Sportler für Sportler. Sportler für Sportler. So, hier, das ist mein Trikot. Das habe ich heute getragen gegen Borussia Mönchengladbach heute Abend. Wir haben 2-2 gespielt. War echt ein heißes Spiel, deswegen ist es auch noch schweißnass. Wir haben alle drauf unterschrieben und das könnt ihr kriegen. Alle weiteren Infos bekommst du auf der Facebook-Seite Focus on Sochi. Sei dabei, wir sind schon lange dabei. Sportler für Sportler. Yeah! Ja, dann sag mal, kannst du eigentlich Skifahren? Nee. Das soll immer Skifahren gehen, oder? Sollten wir das? Ich bin definitiv der Meinung. Ja, Bock hätte ich schon, das mal auszuprobieren. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal Skifahren. Das ist eine Herausforderung. Herausforderung? Weltkampf oder was? Competition? Ja, ja. Ja, okay, geil, Mann. Machen wir, oder? Machen wir. Würde ich auch sagen. Also, ich bin gespannt. Ja, ich auch. Sehr gut. Ja.